Hallo Saiyajin-Freunde und Pokémon-Trainer! Ich habe nochmal einen Level beigesorgt, denn der letzte Versuch war ein absoluter Fail. Mag ich sehr gerne Kuri, Elektro und normale und normal. Deswegen heute eine zweite Chance. Ich gebe diesem Levelball nochmal eine Chance, damit wir was Großes ziehen können. Gleichzeitig habe ich auch nochmal 10 McDonald's Booster, englische McDonald's Booster, auf eBay ergattert und einen kleinen Schnapper gemacht. Also schaut da auch gerne immer mal rein. Man kann auch da ein paar ganz gute Angebote abfischen. So, und jetzt starten wir mit dem Levelball, denn wir wollen jetzt einfach nochmal was Gutes ziehen. Ich kann das nicht glauben, dass da einfach in diesen Bällen nicht was Gutes auch nochmal drin ist. Also, nächster Versuch und wir gucken gleich mal, was für Booster hier drin sind. Wir haben wieder einmal Ultra Prisma, Nacht in Flammen und Stunde der Wächter. Also, wir starten, ich glaube auch wie beim letzten Mal, fange ich an mit Stunde der Wächter. So. Diese drei Booster. Ich bin gespannt. Wir geben den Pokebällen noch eine Chance. Mal gucken, was wir ziehen. Wir haben eine natürlich Reverse und wieder eine nur normale Sternkarte. Okay. Der erste Booster war mal wieder auch, naja, nicht besonders gut. Also die große Frage ist dann wirklich, lohnen sich diese Pokebälle oder habe ich einfach nur Pech? Schreibt gerne mal in die Kommentare, habt ihr aus den Pokebällen wirklich was Gutes gezogen? Fluchtbord und Shaymin, auch wieder nur eine normale Non-Holo-Kamen-Karte. Tja, habt ihr schon was Gutes aus diesen Pokebällen gezogen? Oder packen die da doch nur die letzten Reste rein? Reste-Rampe. Ich hoffe nicht. Eigentlich sieht dieser Levelball so geil aus, dass ich noch mehr davon holen will. Aber wenn das hier so weitergeht, Wolverock. Naja, eine Holo immerhin mit Darkrai, aber kein großer Pull. Tja, wenn ich das Ganze jetzt bewerten müsste, muss ich sagen, empfehlen kann ich leider bisher die Pokebälle nicht. Leider. Also schreibt gerne mal, ob ihr da was Tolles drin hattet. Ich bin wirklich gespannt. Oder ob es an mir liegt und ich da einfach Pech hatte. So, wir kommen zu den 10 McDonald's Promo Booster Unterstützung hier aus den USA. Denn deswegen hier auch ein bisschen American Style. Hey, awesome. Wir machen die auf, denn wie ihr gesehen habt, ich hatte ja schon einige amerikanische, englische McDonald's-Booster. Und denn ich möchte schon mal kleiner Teaser, nämlich eigentlich alle Holos zum Graden schicken. Und mir fehlt nämlich noch genau zwei Pokémon, nämlich Bisasam und 6,5 Stunden später. Foinke? Eine Ewigkeit später. Floink, mein Gott, Floink heißt er. Mit dem ganzen Englisch-Deutsch bin ich schon ganz verwirrt. Auch hier leider nicht die ganzen Non-Holos. Ich muss sagen, ich bin jetzt also auf der Holo-Suche von Bisasam und Floink, dem kleinen Schweinchen. Litten finde ich auch ganz süß und das traurige Glumanda. Sogar das habe ich schon in Holo. Ich habe Pikachu in Holo. Also eigentlich die auch ganz großen habe ich schon am Start. Aber die fehlen mir noch und ich sehe schon leider auch nicht. Fedekin. Wie gesagt, ich feiere diese Karten absolut. Mit dem 25. Jubiläum Stamp. Einfach richtig. Leider kein Bisasam. Es ist wieder Rookie. Wie das immer so ist, da ist er. Aber leider in Non-Holo.
denn genau, alle Holo 25 Jahre McDonald's Booster. Oh, nochmal Squiggle. Also auch hier Shiggy Holo, die guten Starter-Pokémon, die allerersten. Das war einfach Kindheit. Ihr erinnert euch bestimmt auch noch dran. War schon geil. Oh, ich dachte schon, Glumanda leider nicht. Aber, oh, hier nochmal Pikachu. Non-Holo. Aber gut, Pikachu ist auch immer gut. So, nur noch drei. Tja, falls ich sie nicht ziehe, schicke ich halt die Holos, die ich bisher habe, zum Grail, nämlich zu PCA. Nicht PSA, weil mir das einfach viel, viel zu lange dauert. Und, by the way, die nehmen im Moment keine Karten mehr an. Erstmal für voraussichtlich 3 Monate. What? Kleiner Tipp, im Moment könnt ihr leider nichts einreichen. Deswegen einmal zu PCA nach Frankreich. Oui, oui. Ja, am liebsten natürlich alle zusammen. Deswegen dachte ich mir, komm, ich muss doch hier nochmal wieder Glück haben. Nein, Score Bunny. Also wir haben nur noch einen letzten Versuch für Floink oder dieser Samen. The last one. Komm schon, bitte noch einer wenigstens. Oh, America, come on. Nein. Verdammt. Naja, schade. Schade, schade, schade. 10 Booster, leider kein Bisasam und kein Floink. Aber Shiggy finde ich auch schon mal ganz gut. Vielleicht schicke ich dann 2 davon hin. Wir schauen mal. Aber ja, wie angekündigt, vom PCA-Grading seht ihr dann auf jeden Fall auch bald ein neues Video, wie da das ganze Grading nämlich funktioniert, wenn man das nach Frankreich schicken will und wie das dann aussieht. Und natürlich auch alle Karten, die ich versende. Yes, schreibt mir mal, habt ihr schon alle Holos zusammen von den McDonald's Band? Vielleicht können wir auch tauschen. Vielleicht meldet sich noch schnell wer, dass wir tauschen können. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Lasst nochmal schnell einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal und wir sehen uns beim nächsten Mal. Eure Saiyajin.